Die Rolle Frau Sommergespräch 2012 zu Gast in der Silberstadt Schwarz beim Herrn Bürgermeister Dr. Lindner. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Herr Bürgermeister, die Tiroler Landespolitik hat sich in die Sommerpause verabschiedet. Wie schaut es aus mit einer Sommerpause in der Stadt Schwarz? Natürlich eine gewisse Pause in der Weise, dass die Abläufe ein wenig lockerer durchgeführt werden, aber es gibt keine Pause, was die Umsetzungen anlangt. Wir haben ja im Sommer bzw. vor Beginn der Ferienzeit viele neue Dinge auf die Welt gebracht, Beschlüsse gefasst und die müssen jetzt umgesetzt werden. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Urlaubszeit und damit eine gewisse leichtere Abwicklung auch im Rathaus. Man hat so als Außenstehender, als Beobachter ein bisschen das Gefühl, es geht sehr viel weiter in Schwarz, es entwickelt sich sehr viel positiv. Man hat vor kurzem ein sehr schönes Einkaufszentrum eröffnen können. Auf der anderen Seite hört man so ein bisschen gerade dieser Innenstadtbereich, diese geschäftliche Schließungen, die doch verstärkt auftreten. Ist das eine Herausforderung für die Stadt Schwarz, dass man sagt, man muss auch im Innenstadtbereich schauen, dass diese geschäftliche Belebung, dass dieses Marktplatzgefühl bestehen bleibt? Wie die Tabakfabrik geschlossen wurde, war für uns klar, wir müssen, um den Innenstadtraum zu stärken, da neue Impulse setzen. Und da war also die Überlegung, ein Einkaufszentrum, Einkaufen und Geschäftsflächen zu vermehren, eine wichtige Zielsetzung. Und wir haben schließlich, glaube ich, auch mit dem Ergebnis ein sehr gutes Angebot erreicht und wir werden damit mehr Frequenz in die Innenstadt bringen. Auf der anderen Seite ist in der alten, schönen, wunderbaren, zentralen Innenstadt im Raum der Franz-Josef-Straße natürlich auch eine Veränderung erfolgt und es sind einige Geschäfte abgeflossen in dieses neue Zentrum und wir müssen jetzt sehr intensiv darum uns bemühen, diese Geschäftsflächen wieder zu besiedeln. Ein Teil der zukünftigen Politik wird die Frage der Altersvorsorge, der Pflegevorsorge sein. Da im Bezirk, glaube ich, ist rund ein Fünftel über 60 Jahren. Die Alterspyramide wird Gott sei Dank auch steigen. Wie reagiert die Stadt Schwarz auf diese Herausforderung? Wir haben also schon seit Jahren ein sehr interessantes, attraktives und auch zeitgemäßes Programm umgesetzt und sind dabei, das jetzt noch zu erweitern, nämlich neben den stationären Betreuungseinrichtungen der Altersheime. Und wir haben hier insgesamt drei Altersheime in unserer Stadt, auch die mobile Betreuung auszubauen. Wir haben also mit unserem Gesundheits- und Sozialsprengel auch den Bereich der mobilen Pflege sehr intensiv ausgebaut. Wir haben ca. 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Bereich der mobilen Pflege und auch dieser Betreuungseinrichtungen sehr stark tätig sind. Und wir haben nun ein drittes Standbein entwickelt. Das ist also ein Art Übergangsfeld zwischen stationärer Betreuung und mobiler Betreuung. Das ist das betreute Wohnen. Da haben wir im Haus der Generationen ein Vorzeigeprojekt entwickelt und sind jetzt dabei, im Klostergarten im Bereich des Franziskanerklosters ein zweites Projekt des betreuten Wohnens umzusetzen. Wir haben hier eine sehr intensive Nachfrage und wir erleben, dass damit den Menschen die Gelegenheit geboten wird, so lange wie möglich selbstständig aktiv das Leben zu gestalten. Eins von den großen Themen im nächsten Jahr oder zwei große Themen ist natürlich die Landtags- und Nationalratswahl. Jetzt sind Sie ja bekannt dafür, jedes Mal, wenn es um eine interessante Funktion geht, fällt Ihr Name, wird Ihr Name auftauchen auf der Liste oder hätten Sie überhaupt Interesse so in Richtung Landesrat oder Nationalrat? Na, ich habe an sich eine sehr schöne Aufgabe als Bürgermeister da in Schwarz und der habe ich mich ganz besonders verschrieben und ich habe eine weitere sehr herausfordernde Beschäftigung und Tätigkeit im Landesschulrat für Tirol im Bereich der Bildung. Mein Leben ist geprägt also von meiner Lehrertätigkeit und deshalb habe ich also gerade in diesem Bereich eine besonders große und sehr schöne Aufgabe. Dann sagen wir danke fürs Gespräch, Herr Doktor. Gerne.